Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Webschorle. Heute sind wir in Düsseldorf im Radisson Blu Hotel bei Kurt Simon Harlinghausen. Hallo Simon. Hi. Unser Thema soll heute Social Media sein, dein Steckenpferd, würde ich sagen. Ja. Ich denke, als erstes würde ich ganz gerne mit dir über das Thema Facebook SEO sprechen. Gelesen, da wirst du auch auf dem SEO Day einen Vortrag zu halten. Mich interessieren da Signale, die du meinst, die man innerhalb von Facebook setzen könnte, um das SEO damit auch zu unterstützen oder wie du generell Facebook als SEO-Unterstützung siehst. Ja, zum einen ist es natürlich so, dass die gesamten Aktivitäten im Like-Bereich oder auch im Recommendation oder auch in den Nutzerprofilen sich mittlerweile auch auf die Rankings auswirken. Das heißt, wenn du bestimmte Themenlinks natürlich viel geliked bekommst, das merkt man in den SERPs, also dass du auch da auf alle Fälle positive Effekte rausgenerierst. Zum anderen kannst du natürlich sehr, sehr viele Inhalte oder auch Links innerhalb der Kommunikation verwenden, um dort auch entsprechend mehr Traffic, mehr Relevanz, mehr Links zu generieren. Sind die Effekte eher kurzfristig, so wie bei Twitter vielleicht, wo es einen kurzen Peak gibt und dann aber wieder abflachen, oder sind die langfristig? Habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht? Das kommt nur auf das Thema drauf an, wie die Links generiert werden, ob die über eigene Aktionen oder auf der Pinnwand generiert werden oder wie generell der Traffic und die Aktivität zustande kommt. Also das alles, was auf der Pinnwand passiert, ist temporär kurzfristig effektiv. Alles, was über Apps, was über Links innerhalb der Fanpage generiert wird, das oder auf den Places natürlich auch, das hat noch langfristige Effekte. Es gibt ja einige Dienstleister, bei denen man beispielsweise Fans kaufen kann, Likes kaufen kann. Entweder aus Indien oder ich habe auch schon Anbieter gesehen, die es angeblich von deutschen aktiven Profilen anbieten. Was hältst du von sowas? Jetzt vielleicht nicht die indischen, sondern eher angeblich deutsche aktive Profile. Kann man sowas nutzen? Wenn ja, wofür kann man das nutzen? Wo macht es Sinn? An welcher Stelle macht es keinen Sinn? Oder kann man direkt sagen, macht lieber vernünftige Social Media und dann kriegt ihr automatisch eure Likes und Shares? Das ist die Frage. Also ich bin ja, komme aus dem SEO, bin jetzt ins Social gewechselt, habe trotzdem zwei Herzenschlagen in meiner Brust und als SEO würde ich sagen, kann man natürlich, wie man früher Links gekauft hat, kann man auch Fans kaufen. Das ist jedem überlassen, weil was er damit machen will, wie nachhaltig er agieren möchte. Als Social-Mensch würde ich sagen, auf keinen Fall. Weil was nützt mir ein Fan? Ein Fan hat überhaupt keinen Wert für mich. Für mich ist interessant, wie viele Unique Active User ich habe. Das heißt, ich habe vielleicht eine Fanpage mit 10.000 Fans. Aber wenn ich 100.000 Unique Active User habe, dann habe ich den Traffic, die Aktivität, die Interaktion zwischen den Nutzern, die mich ja viel mehr interessiert als die Fans. Weil Fans, wie gesagt, kann man kaufen. Es gibt einen Anbieter in USA, da kosten 100.000 Fans $4.000. Aber dann habe ich halt Malaien, Inder, Chinesen, Amerikaner da drauf, das nützt mir nichts. Die schreiben auch einen Kommentar, aber die Relevanz ist gar nicht da. Und wenn ich nachhaltig agieren möchte, dann muss ich natürlich auch Aktivität generieren, die mir langfristig neue Aktivität bringt und nicht kurzfristige Peaks erzeugt. Das ist eigentlich schon ein netter Übergang zu unserem nächsten Thema, wo ich nämlich gerne mit dir darüber sprechen wollte, ist nicht Facebook aus SEO-Gesichtspunkten, sondern Facebook als eigene Traffic-Quelle. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, wenn diese gekauften Fans jetzt natürlich für den Aufbau einer, ich nenne es mal Community oder eines eigenen Fanbase innerhalb von Facebook natürlich nicht so geeignet sind, sind sie denn vielleicht auch SEO-Gesichtspunkten geeignet, um Signale zu senden an beispielsweise Google? Funktioniert auf alle Fälle, ja. Aber wie gesagt, Nachhaltigkeit ist da nur bedingt gegeben. Das heißt, ich kann damit agieren, kann schnell Peaks erreichen, kann auch bestimmte Themen pushen, gerade in hoch umkämpften Bereichen, kann das auch nochmal, sag ich mal, das eine oder andere Wändchen ausmachen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, aber langfristig hilft mir das natürlich nicht in meiner Marke. Und sollte ich die dann, diese Fans, innerhalb von ein paar Tagen bekommen oder auch lieber wie Links beispielsweise nicht so viele auf einmal, sondern eher über einen längeren Zeitraum? Da gibt es noch keinerlei Parameter zu, dass wir sagen, das ist organisch besser als unorganisch, weil wenn eine Aktion viral wird, dann entwickeln sich auch die Aktivitäten entsprechend schnell. Und da gibt es natürlich auch gerade am Anfang einen extrem hohen Peak. Und deswegen hat das, glaube ich, bis dato noch keinen Einfluss auf Google. Zumindest auf die Rankings konnten wir bis dato nicht messen. Letztendlich ist das aber auch noch ein Thema, was bei unserer Seite aus noch nicht so erforscht ist, dass wir sagen können, ja,
Das funktioniert nur so oder nur so. Also wir konnten auf alle Fälle in beiden, im organischen wie auch im gepushten Bereich sehen, dass es Effekte hat. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich weg von diesem, ich sag mal, manipulativen Bereich. Ach. Hin zu dem wirklichen Aufbau einer Fanbase innerhalb von Facebook und sehen Facebook, wobei wir reduzieren das gerade auf Facebook. Ich denke, man darf das nicht nur auf Facebook reduzieren, sondern ich würde es eigentlich Social Media ja gerne mit dir drüber sprechen und nicht nur über Facebook. Also beispielsweise auch YouTube oder Google Plus vielleicht jetzt demnächst, wo wir gleich auch nochmal zu sprechen drauf kommen. Was muss man denn machen, um eine wirklich aktive Fanbase sich aufzubekommen? Wie komme ich an die Fans? Wie halte ich sie bei Laune? Wie schaffe ich es, die in Dialog zu bekommen? Kann man das pauschal sagen? Ja, man kann schon pauschal sagen. In dem Sinne, dass man A, relevante Inhalte bringt, die der Zielgruppe, die man erreichen möchte, auch etwas gibt, einen Mehrwert gibt. Und dieser Mehrwert kann ja emotional sein, mit einem coolen Video, mit einer coolen Geschichte, mit etwas sehr Kreativen, sehr Überraschenden oder völlig überspitzten, übertriebenen oder einer Persiflage. Kann aber auch ein Mehrwert sein im Rationellen, dass er irgendwie einen Coupon hat. Also Coupon ist ja nichts anderes als Let'sBuy.com, was es vor Ewigkeiten schon mal gab, neu aufgelegt und über die Social-Media-Kanäle distributiert. Das ist genau das, was Coupon macht, also sehr, sehr erfolgreich. Und da ist ein Mehrwert hinter. Das heißt also, Social Media bedeutet immer einen Mehrwert. Und da muss man sich natürlich fragen, möchte ich lieber Viraleffekte haben, also sehr, sehr spontane Reaktionen, weil Viralität ist immer sehr spontan und sehr massengetrieben, oder möchte ich eine Mund-zu-Mund-Propaganda als Effekt haben, also eine gezielte Empfehlung zwischen zwei Nutzern oder einer Gruppe und einem Nutzer oder einem Nutzer und einer Gruppe, wie auch immer, dann muss ich entsprechend die Aktion steuern. Und wenn ich von Social Media rede, ist natürlich Facebook ein großes Thema, weil wir haben nun mal eine Penetration von 23% mittlerweile in Deutschland, über 20 Millionen aktive Nutzer. Wir haben die VZs, die immer noch existieren. Wir haben YouTube, wir haben Twitter, wir haben die Blogosphäre, wir haben Meinungsportale, WKW natürlich. Wir haben auch noch Lokalisten in Bayern. Ja, mei, ein paar sind übrig geblieben, Der Fix. Also das heißt, wir haben eine ganz große Landschaft. Wir kennen ja alles das Social Media Prisma. Also diese bunte Blume mit ganz, ganz vielen Facetten. Genau. Und diese Blume zeigt ja, wie facettenreich Social Media ist. Und gerade Blogs, Meinungsportale in Deutschland sehr stark und Foren. Auch ein Riesenthema im Social Media, wo A, viel Traffic zu generieren ist, nicht so einfach, aber auch ein Riesen-Trafficbringer ist, auch relevanter Traffic. Zum anderen ist die Forumskultur auch sehr unterhaltsam. Schönes Beispiel, ich habe ein iPhone und schreibe rein, an meinem iPhone habe ich das und das Problem, kriege ich erstmal 25 Posts. Ja, warum hast du auch ein iPhone, kauf dir doch mal ein Android. Such doch mal bei Google. Ja, oder such doch mal bei Google, genau. Deswegen, also diese Kultur hat auch Eigendynamik, ist aber trotzdem in Deutschland sehr, sehr stark gelebt und bringt mir auch sehr, sehr viele Effekte. Und wenn ich Social Media richtig machen möchte, dann muss ich es schaffen, die Kanäle alle zu erreichen und zu nutzen, wo meine Zielgruppe sich aufhält. Und das können ja mehrere sein, das kann ja über Facebook hinausgehen. Wenn ich natürlich nur die 35-jährigen Hausfrauen erreichen möchte, bin ich mit Facebook oder Farmville oder mit den Gaming-Plattformen natürlich sehr, sehr gut bedient. Aber ich kann natürlich auch Frag Mutti oder Frag Vati oder Gute Frage oder Chefkoch nehmen. Da finde ich natürlich auch entsprechend gezielt meine Person, die ich ansprechen möchte. Also ich muss mir schauen, wo meine Zielgruppe sich aufhält, muss authentisch und relevant dort reingehen und am besten eine Story erzählen. Das ist... Und wenn es jetzt nochmal auf Facebook zu sprechen kommen und auf Pages und Aufbau von einer Fanbase, wie mache ich da ein Seeding für? Jetzt habe ich meine tolle Fanpage aufgebaut. Die werde ich selbst in Facebook posten. Das heißt, meine Freunde sehen das. Und wie bekomme ich da noch mehr hin? Schalte ich Facebook-Ads? Womit habt ihr da gute Erfahrungen gemacht, da ein Seeding für aufzubauen? In erster Linie ist es so, dass man bei Facebook die Erfahrung macht, dass die Fans, wenn sie einmal auf einer Fanpage waren, erstmal nicht mehr wiederkommen. Das heißt, ich muss sie immer wieder neu aktivieren, sie neu informieren und sie neu pushen, damit sie zurückkommen. Wobei ich ja eventuell gar nicht in den Stream von denen reinkomme, weil Facebook merkt, derjenige war nur einmal drauf, den interessiert das wohl nicht so sehr und sieht es nicht in den Hauptmeldungen. Ja, das ist genau der Punkt, das ist ja nicht so. Also die relevanten Posts, die in den Hauptmeldungen landen, liegen nicht daran, wie oft ich auf einer Seite war, sondern wie viele Freunde mit demselben Thema mit mir interagieren. Das bedeutet, wenn ich auf der Fanpage eines Schokoladenherstellers war,
Unterhalte mich aber jetzt mit anderen Freunden über Schokolade oder die Freunde von mir, die direkten besten Freunde, mit denen ich auch sehr stark interagiere, unterhalten sich gerade über Schokolade, dann kriege ich auch Schokolade wieder angezeigt. Das heißt, das bedeutet gar nicht, dass ich als einziger Treiber für die Hauptmeldung verantwortlich bin, sondern mein soziales Umfeld und die Interaktion meines sozialen Umfeldes. Und nur für das Thema Schokolade oder muss dann genau diese eine Schokoladenhersteller genannt werden, Das die Thema. Fanpage verlinkt werden oder Das Thema da reicht reicht das schon. Thema schon? Also die latentsemantische Kategorisierung wäre dann in dem Fall. Also gibt es ja schöne Beispiele. Also das ganze Thema Schokolade. Wenn ich dann Rittersport, Milka, Lindt und Toblerone als Fanpage habe, die ich like, dann würde ich wahrscheinlich von allen entsprechende Posts angezeigt bekommen, wo gerade das Thema Schokolade auftaucht. Nur weil ich gerade mit meinen Freunden über Schokolade diskutiere, Genau, kontextbasierte ohne Ausgabe von konkret über Informationen. eine dieser Fanpages. Genau. Das ist ja schon mal was Neues für mich, wusste ich auch noch nicht. Ja, da passiert sehr, sehr viel. Ist schwierig zu beeinflussen, weil ich ja sehr schlecht meine Freunde beeinflussen kann, aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, Trends und Themen zu setzen und zu beeinflussen, damit ich auch in die Hauptmeldung komme. Und heutzutage ist es so, von durchschnittlich 130 Freunden, die ein deutscher Facebook-Nutzer hat, werden zwischen 22 und 25 erreicht über die Hauptmeldung. Das heißt, der Rest wird das gar nicht bekommen. Das heißt, ich muss sehr, sehr oft interagieren, ohne nervig zu werden, um überhaupt in die Hauptmeldung zu kommen. Was heißt sehr oft, ohne nervig zu werden? Also maximal ein, jedenfalls zweimal am Tag. Aber dann muss es wirklich super relevant sein und interessant sein. Mehr Aber sollte. zweimal am Tag was Relevantes zu posten, ist ja auch nicht einfach. Eben. Die Relevanz ist das Problem. Ja. Aber es kommt aufs Thema drauf an. Also wenn ich Fußballergebnisse habe, dann kann ich auch mal jedes Tor posten. Wenn ich der Fan der Fanpage bin, dann finde ich das ja super, dass ich da informiert werde. Aber wenn ich Bei jetzt. Schokolade wird es wieder schwieriger, zweimal am Tag was Relevantes zu posten. Ist halt nicht, ich habe eine coole App oder ich habe eine coole Interaktion oder mache irgend gerade was, wo ich gerne informiert werden möchte, was gerade mit dem Produkt, der Marke oder mit dem Umfeld oder mit der Aktion passiert. Und nochmal das Seeding, wie bekomme ich jetzt meine Fans dafür? Ja, verschiedene Arten, klar. Facebook Ads, sehr, sehr mächtiges Tool. Allein das Targeting ist sehr, sehr mächtig. Wir setzen uns gerade damit sehr, sehr intensiv auseinander, weil wir einfach in sehr kurzer Zeit sehr viele Fans gewonnen haben, auch für Themen, die erstmal schwierig galten. Wichtig ist dabei, dass man nicht Fans über eine Verlosung eines iPads generiert, weil da habe ich die 13- bis 18-Jährigen oder zurzeit nicht erwerbstätigen Mitmenschen, die gerne ein iPad haben möchten und dann nach 2 Wochen wieder weg sind, sondern ich muss themenrelevante Inhalte schaffen und die bewerben. Dazu gehören Sponsored Stories als absolut mächtiges Tool, aber auch natürlich kann ich über die klassischen Ad-Formen gehen. Oder wenn ich halt wirklich schnell sehr, sehr viele Fans haben will, wie es bei Nutella der Fall war, die haben ja mit einem Reach-Block über 100.000 Fans an einem Tag geschafft. Das heißt, ich kann verschiedene Werbeformen auf Facebook allein nehmen, um Fans zu generieren. Aber das Spannende ist halt, dass ich nicht nur Fans auf Facebook generieren kann, sondern ich kann über die Social Plugins. Das heißt, über Module, die ich in meine Webseite einbaue, die ich in meinen Blog einbaue, wie auch immer, auch dort Fans generieren. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir die Kommentarfunktion bei YouTube auf unseren externen Seiten außerhalb von YouTube über Facebook machen. Weil YouTube-Kommentare sehr, sehr negativ sind, Facebook-Kommentare sehr, sehr positiv sind. Das heißt, ich zeige ein YouTube-Video und habe einen Facebook-Kommentar, kann das Video liken und habe den Kommentar, der wiederum an die Freunde geht. Und wenn da natürlich eine Relevanz gesteigert wird, dann schaffe ich dadurch auch natürlich mehr Traffic. Also auf der eigenen Seite bindet ihr oben ein YouTube-Video ein, darunter die Facebook-Kommentare. Genau, Das richtig auch selbst verstanden. auf der Facebook-Seite haben wir die YouTube-Videos drin, aber wir nutzen die Facebook-Kommentarfunktion. Genauso auf der Homepage, im Blog, zum Teil auch in anderen Seiten, Kooperationsseiten. Wir machen sehr, sehr viel mit Kooperationen, mit anderen Fanpages, die 500, 800.000 Fans haben, dass wir dort einen Reiter einbauen mit demselben Inhalt oder dass wir Promotions machen oder dass wir Influencers Kooperation buchen. heißt ein geschäftlicher Deal, bei dem für eine Integration bezahlt wird, oder heißt das ein Barter-Deal, oder was Beides. denn für ein Das kann ja Deal? sein. Wenn beide was davon haben, ist es sehr schön. In der Regel ist Und es wenn ich eine so. neue Fanpage habe, die noch keine Reichweite hat, dann habe ich natürlich wenig zu bieten. Es sei denn, ich habe ein cooles Gewinnspiel. Und da hat der Partner etwas von. Aber in der Regel ist es so, dass es natürlich schon Deals sind, die medial ausgeglichen werden. Ja. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also da, wir haben zum Beispiel eine Aktion gemacht für einen Kunden. Da haben wir den YouTube-Channel bei Facebook integriert und haben fast 1 Million Views über die Fanbase generiert. Das ist natürlich schon, wo ich sage, wow.
Also da kann man mit Facebook auch sehr, sehr viel Traffic auch auf andere Social Media Kanäle lenken. Darüber haben wir wieder Tweets und Kommentare generiert. Das hat man wieder auf Facebook mehr Traffic gebracht und die Fanbase aufgebaut und so weiter. Also da lässt sich sehr, sehr viel machen. Habt ihr schon Erfahrungen bezüglich Conversion gemacht? Also wenn es da jetzt um Shopping-Produkte geht, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Traffic aus einem Social Network besser konvertiert als beispielsweise über Google. Der Hintergedanke, den ich dabei habe, bei Google suche ich ganz konkret nach einem Produkt, dann der Vorteil vielleicht, komme aber ohne Empfehlung hin zu einer Seite, um Genau. da was zu kaufen. Innerhalb von Social Networks habe ich meistens eine Empfehlung von einer meiner Freunde oder vielleicht von einer Person, der ich vertraue, die irgendeinen Trust von mir hat, auch wenn ich sie selber nicht kenne. Ist das so, dass da wirklich die Conversion auch besser ist? Also wenn ich auf den Weg Empfehlung komme, auf jeden Fall. Das sehen wir auch bei Facebook, wenn wir Sponsored Stories haben oder auch die Link-Posts als Ad schalten, über die Recommendations kommen. Unglaublich. Also der Trust ist sehr, sehr hoch, Konvertierungen sind sehr hoch. Aber ich muss ja erstmal schaffen, dass der Nutzer oder die Gruppe oder die Fanbase Empfehlungen ausspricht. Das ist ja gar nicht so einfach. Und von daher ist das ein tolles Mittel, aber nicht sehr performant, wenn man, sag ich mal, auf Masse verkaufen will. Wenn ich ganz gezielt ein Produkt habe, das ich nur über Empfehlung verkaufen möchte und kann, dann ist es sehr, sehr effektiv. Möchte ich aber jetzt ein Buch oder eine bestimmte CD verkaufen, ist ja sehr, sehr schwierig, weil gerade auch im Fast-Moving-Bereich, also was sehr, sehr spontan gekauft wird, haben diese Empfehlungen noch nicht diese Nachhaltigkeit. Im Gesamten gesehen, wenn ich 100.000 Fans habe, ist das schon eine Empfehlung für das Produkt und für die Marke. Aber in der Regel funktioniert, wenn ich sage, ein explizites Produkt, das von der Empfehlung lebt, im Gesundheitsbereich oder Kinofilme oder was auch immer, da sind halt die Freundesempfehlungen sehr, sehr mächtig. Würdet ihr solche Fanpages auch immer eine reelle Person dahinter stellen, die diese, also nicht nur betreut, das natürlich, aber auch nach außen hin kommuniziert? Also ein kleines Beispiel vielleicht, ich bin ein Ersatzteilehändler für Autos, habe einen Online-Shop, in dem ich Tuning-Sachen und so weiter verkaufe. Mache ich jetzt meine Fanpage zu meiner Firma oder lasse ich vielleicht meinen Kfz-Mechaniker die Fanpage machen. Das ist natürlich immer noch meine Firmen-Fanpage, aber ich habe eine Person, die nach außen hin kommuniziert, die das Gesicht dann dieser Firma darstellt, die vielleicht coole Videos macht, in denen sie zeigt, wie sie ein Auto aufmotzt, die versucht, so einen Trust irgendwo herzustellen. Ich denke, den kann man ja einfacher über eine wirkliche Person, eine Beziehung herstellen, als über ein Unternehmen. Macht ihr sowas? Empfehlt ihr das? Wie geht ihr da vor? Das kann man gar nicht global sagen, weil in der Regel ist es so, dass du das Problem hast, was machst du denn, wenn der Mitarbeiter weg ist? Du kannst ja nicht alles löschen. Oder wenn er sein Profil löscht, dann gehen seine Posts ja auch mit weg und so weiter. Das heißt, da hängt schon sehr, sehr viel dran. Wenn das ein kleineres Unternehmen ist und der Geschäftsführer oder der Vorstandsvorsitzende, was auch immer, sich da zur Verfügung stellt und steht dafür, ist das was anderes. Oder man hat halt Azubis, die ganz klar sagen, wir sind Azubis und machen das. Dann funktioniert das. Ich meine, Marcel Davis bei 1&1 hat auch extrem gut funktioniert. Ist auch noch bei 1&1. Der ist auch eingekauft dafür, also der ist natürlich Mitarbeiter gewesen, der ist authentisch, den gibt es wirklich. Aber er hat etwas Emotionales rübergebracht, eine gewisse Nähe und auch damit Vertrauen geschafft und hat auch geschafft, dass das Produkt Sentiment, also das positive und negative Erscheinungsbild von 1&1 sich verändert hat und zwar positiv verändert hat. Es macht natürlich Sinn, im Social Media, wo es um Menschen, um Vernetzung geht, mit Menschen zu interagieren und sie auch dafür zu nutzen. Aber es ist nicht immer einfach und nicht immer passend. Also, Also ist das nicht generell, dass ihr sagt, das wäre unsere Empfehlung, aber bei so einem Schokoladenhersteller genau, da eben, was soll ich denn da nehmen? Den kleinen Jungen von der den Kinderschokolade? Chocolatier. Genau, ja, aber das ist, da geht es, glaube ich, gar nicht mal um den Mensch, der dahinter steht, sondern das ist ein Genussmittel, das sehr, sehr spontan konsumiert wird. Da kommt das Vertrauen über Nachhaltigkeit, über die Masse, die einfach Fan ist, über die Marke an sich. Die Marke ist ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden im Social Media, weil durch die Transparenz viele Sachen vergleichbar sind. Und wenn ich dann, sage ich, A und B als Produkt habe, dann nehme ich doch das Produkt, was einen wesentlich höheren Markenwert hat für mich, weil ich dadurch gefühlt ja mehr bekomme. Das heißt, wenn ein Birnenprodukt von einem bekannten Computerhersteller mit einem anderen Computerhersteller verglichen wird, würde dasselbe kosten, dann würde ich mich hier trotzdem für die Birne entscheiden,
weil die halt wesentlich wertiger mir erscheint. Und dieser Markenwert hat einen extrem hohen Einfluss auf Menschen. Und das wird in Zukunft auch sich noch mehr verändern. Also dass die Marken viel, viel mehr tun müssen, um ihren Markenwert, ihre Reputation zu erhalten. Deswegen gibt es ja auch sogar in den USA Unreputation Agencies, Agenturen, die ganz gezielt darauf hinausarbeiten, Marken zu schädigen und dafür ihrem Auftraggeber sozusagen eine bessere Position zu verschaffen. Und das ist legal? Oder in was für einem Umfeld bewegen die sich da? In Amerika ist ja vergleichende Werbung ist nicht verboten. Gut, in Deutschland auch ansatzweise. Erinnert mich immer an sich an die 1&1-Werbung, wo ein iPhone mit einem LG-Handy gegenübergestellt wurde. Also mittlerweile ist das ja auch nicht mehr komplett verboten. Ja, es geht um Werbeindex. Das heißt, da sagen die Werber, wenn wir vergleichende Werbung machen, darfst du ja nicht diffamieren und so weiter und musst nicht erkennbar sein. Klar. Aber in den USA, Mac und PC ist ganz klar vergleichende Werbung. Pepsi, Cola und Coca-Cola gibt es ganz viel vergleichende Werbung, Autoversicherung und so weiter. Da wird das Ganze wesentlich härter umkämpft und da macht für den einen oder anderen vielleicht so eine Dienstleistung Sinn. In Deutschland kann das auch nach hinten losgehen. Ich meine, Unreputation machen die meisten Firmen hier selber. Hamburg-Mannheimer zum Beispiel. Ist, glaube ich, nicht ganz gut gelaufen. Aber auch KitKat, das ist dann von einem NGO. Das ist eine Gefahr, die es zwar schon immer gab, dass Nicht-Regierungsunternehmen sehr, sehr starken Einfluss auf den Markt hatten, aber über die Social-Media-Kanäle, über YouTube, Facebook und Twitter natürlich ganz andere Hebel bekommen und die KitKat-Aktion im letzten Jahr, die hat wirklich Nestle Schmerzen verursacht, auch finanziell, auch Nachhaltigkeit. Das ist auf alle Fälle ein Thema, was eine ganz neue Dimension bekommen hat. Auch WWF hat selber darunter gelitten. Der WWF galt als das saubere Unternehmen schlechthin. Und jetzt durch die neuesten Videos auf YouTube ganz, ganz schlechtes Bild bekommen. Jetzt werden Marken ja klassischerweise über Print und TV gestärkt, würde ich mal sagen. Seht ihr das auch bei euren Kunden, dass Kunden, die auch eine hohe mediale Präsenz nicht nur online haben, sondern auch offline, dass für die Social Media Aktivitäten einfacher sind? Einfach aufgrund dieser Ja, Markenstärke, die du klar, gerade angesprochen ja, hast? weil das Grundrauschen da ist. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, das noch gar nicht auf dem Markt ist und ich muss erstmal die Leute dafür aufmerksam machen, muss ich mich viel mehr bewegen, muss viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen, als ich bei einer Marke, die schon bereits irgendwie ein Grundrauschen erzeugt hat, aufgrund von TV-Präsenz oder von historischen Aktivitäten schon im Markt präsent ist. Und das ist eine Herausforderung, eine Riesenchance, weil man da die Marke ja noch beeinflussen kann, aber ist natürlich auch Aufwand. Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Weil Social Media ist nichts, was ich zwischen 9 und 17 Uhr mache, sondern das muss ich dann machen, wenn meine Zielgruppe aktiv ist. Und das muss ich leben. Das muss ich leben, ja. Und zwar nicht nur ich selber leben, sondern das Unternehmen muss es optimalerweise leben. Ja, von innen, von außen. Und dann muss man auch bewappnet sein, wenn es irgendwelche thematischen Wellen gibt, dass ich genau auf dieser Welle, wenn sie aufstrebt, wenn sie sich aufbaut, mit meinem Thema aufsetze, die Welle mitnehme und sozusagen dann von Welle zu Welle thematisch mich langhangel, um da auch entsprechend die Dynamik der Welle mitzunehmen und auch Traffic und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ihr als Agentur sagt ihr, das können wir aber auch alles von außen steuern, nicht nur aus dem Unternehmen heraus, oder versucht ihr eher eure Kunden zu coachen, dass es aus dem Unternehmen heraus passiert, dass es wirklich im Unternehmen gelebt wird, oder eher das Outsourcing, dass es die Agentur für das Unternehmen lebt? Wir versuchen, dass es intern gelöst wird, weil der Kunde meistens intern wesentlich einfache Wege hat, zu kommunizieren, an Informationen zu kommen. Oftmals sind aber bis dato noch nicht die Ressourcen da, die Strukturen da, die Prozesse da, die Workflows da, die Soft- und Hardware, die man dafür benötigt, die Möglichkeiten, wenn man bei der IT anfragt, darf man eine Facebook-Seite aufmachen, man kommt dann natürlich nicht. Und deswegen haben wir natürlich auch schon Prozesse geschafft, um Facebook, YouTube, Twitter aus klassischen Content-Management-Systemen zu pflegen, weil die Personen, die halt die Webseiten oder die Netzwerke nicht besuchen durften. Aber letztendlich ist es schon das Ziel, das intern zu machen. Wir schulen die Unternehmen auch, aber wir haben auch einige Unternehmen, die das ganz von sich aus an uns abgegeben haben, weil sie es intern gar nicht stemmen können.
In welchen Bereichen ist das in den Unternehmen aufgehangen? Im Marketing, im PR, in Redaktion, falls es sowas gibt, in Alles. IT womöglich? Alles, genau. Es ist Marketing, Internal Communication, External Communication, Brand, IT, HR, die Human Resources-Bereiche sind sehr, sehr aktiv und sehr, sehr weit vorne in dem Bereich schon. Das kann im PR-Bereich sein. Viele PR-Agenturen haben sich auch als Social-Media-Agenturen jetzt aufgestellt. Das ist mannigfaltig. Der, der zuerst da war und sich damit auseinandergesetzt hat oder aus der Abteilung jemand mal eine Fanpage aufgesetzt hat. Da landet das oft. Und dann gibt es natürlich, weil Social Media ist etwas, was ja dazugekommen ist. Und es ist eine Klammer, weil Social Media ist ja HR, ist PR, ist IT, ist Sales, ist Kundenbindung, ist Kundenservice, ist New Business, ist alles Mögliche. Also wer sollte es optimalerweise machen? Was sagt ihr? Da ist es am besten, wenn jetzt ein Geschäftsführer zu euch kommt und sagt, wir wollen das machen. Was sagt ihr eben? Hängt es bei PR auf, bei HR, bei Marketing, bei IT? Nee, wir sagen, Oder holt von überall jemanden, macht ein Social Media Team. wir sagen, macht ein Social Media Team, gar nicht mal von überall holen, aber das sozusagen als Klammer übergeordnet gesitzt und in alle Bereiche vernetzt ist. Und weil das Problem ist ja, Also ein Produktmanagement vielleicht, nein, die die haben auch in gar keine verschiedenste Zeit. Bereiche schauen. Die haben gar keine Zeit. Die Produktmanager sind die Leute, die am wenigsten Zeit haben, weil sie wirklich sehr, sehr viel um die Ohren haben und da ist sehr, sehr schwierig. Es muss ein separates Team sein, die auch entsprechend affin sind, gut vernetzt sind und dafür sorgen, dass die Aussagen, die aus dem Unternehmen herausgetragen werden und intern auch kommuniziert werden, stringent sind. Ich kann nicht eine Pressemitteilung A sagen, im Shop steht B und Social Media sagt C. Das kommt mir hinterher zurück. Idealerweise noch drei Preise nennen. Das wird natürlich dann ganz problematisch. Also da gibt es viel zu tun noch in den Unternehmen. A vom Verständnis her, aber auch B von den Prozessen und Wegen, die man da gehen muss. Es sind unsere Zuseher wahrscheinlich nicht so sehr die großen Konzerne, sondern eher SEO-Einzelkämpfer vielleicht, kleinere Unternehmen, Agenturen. Jetzt haben wir viel über große Brands und so weiter gesprochen, was für die meisten unerreichbar sein wird. Hast du da auch ein paar Tipps, die du so mitgeben kannst, zu sagen, geht in die Richtung, baut Fanpages, geht in Foren, macht YouTube, in welcher Art und Weise für so die kleineren bis mittleren Unternehmen? Also generell muss man sich erstmal anschauen, wo seine Zielgruppe ist. Das ist ja auch wichtig. Das muss ich über Monitoring machen. Da kann ich einen Social Menschen nehmen, kann ich einen Boardreader nehmen, Ice Rocket und kann einfach mal schauen, was wird denn über das Thema generell geredet. Von wem, wo, welche Influencer sind unterwegs. Da gibt es tolle Webseiten wie Cloud oder Peer Index, mit denen man sehen kann, wie einflussreich die Menschen denn in ihrer Umgebung sind, welche Themen sie belegen. Auch für den deutschen Markt. Auch für den deutschen Markt, ja, das funktioniert super. Automatismen im Bereich Sentimentierung, also ist das positiv oder ist das negativ, das funktioniert im deutschen Markt nahezu gar nicht. Also wenn jemand da draußen erzählt, dass man das automatisch bewerten kann, ist Blödsinn, weil Scheiße wie geil kann kein Computer sagen, das ist positiv oder das ist negativ. Und dann haben wir das Problem, dass wir sehr, sehr viele Dialekte haben. Wir haben verschiedene Sprach- und Wortschätze in den Altersgruppen. Seit DSDS ist Bombe etwas sehr Positives, aber für den Computer ist es sehr negativ. Am Telefon würde ich zum Beispiel in den USA das Wort Bombe nie verwenden. Das könnte, dass ich zu sehr sozialen Kontakten führen. Mit Menschen, mit denen man vielleicht gar keinen Kontakt haben möchte. Aber deswegen, das schafft man nicht. Aber ich muss erstmal zuhören, was passiert da draußen. Und dann kann ich ja zum Beispiel, Tumblr ist ein ganz tolles Tool, das in den USA gerade WordPress als das mächtigste Blogger-Tool abgelöst hat. Mit Tumblr sehr einfach mir eine kleine Präsenz, einen eigenen Blog, einen Newsroom aufbauen, wo ich alle Themen rund um mein Thema aggregiere. Weil die Menschen draußen durch das ganze soziale Universum flitzen und suchen sich ihre Inhalte zusammen. Wenn ich als Unternehmen mich für ein Thema platziere, kann ich es ja als Newsroom aufbauen und kann den Leuten die Möglichkeit geben, an einer Stelle alles zu finden. Alle Tweets, alle Videos, alle Blogposts, alle Kommentare. Und mit diesen Newsrooms schaffe ich auch natürlich SEO-technisch eine ganz andere Dominanz und Präsenz, als ich das mit den einzelnen Auftritten schaffe. Und darüber kann ich dann entsprechend natürlich wieder Traffic generieren oder Inhalte distributieren, Links generieren und so weiter. Du hast gerade Tweets gesagt, über Twitter haben wir noch gar nicht gesprochen.
Wie relevant siehst du denn Twitter in Deutschland außerhalb der Online-Marketing-Geeks und so weiter? Also nutzen normale Menschen auch Wenig. Also ich würde mich jetzt nicht als normal bezeichnen, aber ich benutze auch nicht Twitter. Also ich bin eher in der einmal pro Woche Twitterer. Was aber vielleicht an meiner Gesamtheit an Profilen liegt. Ich glaube, dass Twitter hat, glaube ich, insgesamt 470.000 aktive Nutzer im Moment in Deutschland, in verschiedenen Bereichen sehr interessant sein kann. IT oder auch Nerds, Geeks, Freaks, wie sie auch immer heißen. Im Newsbereich natürlich auch, im Medienbereich interessant ist, aber bis dato noch nicht so die Aber für den große. Schokoladenhersteller, den Ersatzteillieferanten Nein, nicht so sehr. nicht besonders. Also wenn er eine besonders große Zielgruppe hat, die auf Twitter aktiv ist, dann vielleicht. Aber im Moment würde ich nicht sagen. Es wird interessant, wenn iOS 5 kommt, Mobile-Themen. Und es geht das Gerücht um, dass Twitter ja komplett in iOS 5, also auf dem neuen iPhone, integriert ist als Kommunikationsmedium. Dann könnte es natürlich eine ganz neue Dimension bekommen, weil es dann natürlich als Kommunikationskanal genutzt wird. Wie siehst du, dass das Twitter im Moment kein Agreement mit Google mehr hat und das MSN, Microsoft Bing Agreement da auf der Kippe stehen soll? Meinst du, es ist ein Machtspielchen zwischen Twitter und Google zu schauen, wer ist denn am längeren Hebel? Oder was ist davon zu halten? Also ich glaube nicht, dass Twitter sich mit Google anlegt und denkt, sie könnten da am längeren Hebel sitzen. Das ist ja David gegen Goliath, nur dass David keine Steine hat. Also von daher glaube ich nicht, dass das ein Machtspiel ist, sondern ich glaube eher, dass Google da auch ganz klar versucht, natürlich die Grundidee ihrer Plattform zu verteidigen und zu sagen, wie schaffe ich es mit meinen Suchergebnissen relevante Rankings zu erzeugen, damit Leute weiterhin über Google suchen. Und womöglich unabhängig von externen Daten noch zu sein, oder? Natürlich, ja. Twitter sind keine eigenen Daten, Facebook sind keine eigenen Daten. Eben. Ja, man sieht ja, Facebook ist ja bei Google nicht wirklich indiziert. Also was, das könnte viel, viel mehr sein. Also die ganzen Places zum Beispiel tauchen alle nicht auf. Warum wohl? Und solche Themen. Also da hat Google natürlich schon auch die Parameter so eingestellt, wie sie sie gerade brauchen. Nichtsdestotrotz versucht Google natürlich immer noch, das Suchergebnis so relevant zu gestalten wie nur möglich. Und deswegen gibt es ja auch SEOs, die versuchen, das entsprechend zu optimieren, wie nur möglich. Dass sie halt da entsprechend auch die Relevanz erzeugen. Wie auch immer. Unser Podcast heißt ja Webschorle und wir haben heute dank dem Simon auch das erste Mal was zu trinken da. Ja. Mir kommt es nämlich, weil ich Durst Ja. bekomme. Wir haben sogar eine Schorle. Eine Oder? Ingwer-Schorle, ja. Ja. Prost. Prost. So, dass wir gewappnet sind für den zweiten Teil. Ja, also, wo wir gerade über Google reden. Google Plus ist ja spannend. Aber im Moment ja spannend, auch eher bei den Geeks und Nerds und Onliner oder sind da schon normale Ja, sind auch schon ein zu paar normale finden? dabei, Ja? weil ich glaube, 10 Millionen Geeks gibt es einfach noch nicht so schnell, oder sollen fast 20 mittlerweile sein. Also ich glaube, dass da auch ein Gegenpol gesucht wird zu Facebook, aber 20 Millionen zu 750 Millionen aktiven Nutzern ist natürlich momentan noch keine echte Gefahr für Facebook. Gut, ich meine, wie lange gibt es das jetzt? Seit 1, 2 Wochen? Ja, 3 Wochen jetzt schon fast, ja. Aber nichtsdestotrotz hat Facebook natürlich allein von Funktionen, von der Benutzergewohnheit, von der Reichweite, von der Vernetzung her natürlich einen riesen Vorsprung. Wie siehst du Google Plus mittel- bis langfristig? Ja, es ist. Kann man nur sagen, man muss schauen, wie sich das entwickelt, welche Mehrwerte, da sind wir wieder bei den Mehrwerten, bietet Google Plus gegenüber Facebook. Meinst du, es ist ein Winner-Takes-it-all-Markt? Ja, es ist immer. Bis dato ist Facebook der Winner, weil Klasa Nastra vor 1,5 Jahren in Polen die absolute Nummer 1 ist jetzt komplett weg vom Fenster. Das ist nur Facebook. Wenn ich Orkut in Brasilien nehme, und das war ja auch ein Google-Produkt, hat auch den Stellenwert verloren komplett. Wie-Kontakte in Russland leidet auch unter Facebook. Ja, StudiVZ. Ja, StudiVZ sowieso. Aber auch in China gibt es ja
Ansätze mittlerweile mit Baidu, das ist eine Kooperation, dass da Facebook natürlich sehr, sehr stark reinkommt. Also es ist wie überall im Online-Marketing gibt es einen großen Player. Es gibt die Suchmaschine, das ist Google. Es gibt den E-Commerce-Anbieter, das ist Amazon. Es gibt die Verkaufsplattform, das ist eBay. YouTube ist die Videoplattform. Das heißt, es setzt sich immer ein großer Player durch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die Gewohnheiten verändern sich zwar, aber er ist trotzdem sehr dankbar, wenn er feste Ziele hat, wo er immer wieder darauf zusteuern kann. Und deswegen ist Facebook momentan in dem Bereich noch absoluter Platzhirsch und Google muss da schon noch ein paar coole Features bringen, um die Masse wirklich auch zu sich zu ziehen. Meinst du, das ist ein Feature-Kampf? Ja, Feature und Trust. Also wie viel Trust gebe ich Google, all meine privaten Daten auf Google zu platzieren, zum Monopolisten, zum absoluten Monopolisten zu machen? Das, in Deutschland ist das ein ganz heikles Thema. Wave hat hier nicht funktioniert, Buzz hat hier nicht funktioniert. Die ganzen Docs, kein Mensch arbeitet mit Docs in Deutschland. Das heißt, eigentlich tolle Tools, technisch gesehen und von der Funktionalität her, aber der Trust ist halt nicht da. Und YouTube hat natürlich Google ein mächtiges Werkzeug mit. Ja, das wird ja gar nicht so verstanden. Also viele wissen gar nicht, dass YouTube so nah an Google ist. Ja, noch nicht. Meinst du nicht, dass die das auch wirklich als Kanal nutzen werden, um gerade ihr Google Plus da auch noch besser zu vermarkten und da Nutzer reinzuziehen? Oder über Picasa, über Fotos, was denke ich auch. Ja, Picasa halte ich ja gar nicht mehr für so mächtig. Also Flickr ist immer noch das Top-Produkt aus dem Yahoo. Netzwerk, aber Facebook hat schon viel, viel, viel mehr Bilder als Flickr zum Beispiel. Allein in einer Nacht, Silvesternacht diesen Jahres, wurde auf Facebook wurden 750 Millionen Fotos hochgeladen. 750 Millionen in 24 Stunden. Das ist echt enorm. Das heißt, es gibt da auch einen Aggregator. Es kann auch nicht sein, dass die Menschen sich immer wieder neue Nischen suchen. Wir haben zwar die Atomisierung in den Zielgruppen. Wir finden für jede kleine Zielgruppe irgendwo eine Nische. Und das ist die Masse der Nischen, die wird sich auch noch weiterentwickeln. Aber es wird immer einen geben, der sozusagen als die Sonne im Universum gilt, in dem Fachbereich. Es gibt ja noch ganz viele andere Suchmaschinen. Es gibt ja auch Bing, Yahoo und es gibt Wolfram Alpha, gibt es ja auch noch. Das heißt also. Aber in Deutschland natürlich auch extremer als in den USA zum Beispiel, das Marktverhältnis. Ja, natürlich. Aber es gibt ja Spanien, das ist noch stärker. Da ist Google, Google, Google. Also da gibt es nur Google im Prinzip. In Asien gibt es natürlich auch noch ganz andere Verhältnismäßigkeiten. Das heißt, also, es gibt aber immer eine Sonne, also immer einen Player, der sich durchsetzt. Und deswegen muss Google schon vielleicht mal ein großes Rad drehen, um sich gegenüber Facebook zu etablieren und durchzusetzen. Ich denke, die versuchen es auch von verschiedenen Seiten. Ne? Also wie gesagt, YouTube, ich glaube schon, dass sie das auch noch mehr dazu nutzen werden. Ihren Browser, Google Chrome, kann man natürlich auch super dafür nutzen, ständig eingeloggt zu sein, wenn es im Browser schon mit verankert ist und nicht auf die Webseite gehen zu müssen. Wir haben ja viele verschiedene Tools, die von unterschiedlichsten Leuten verwendet werden und die jetzt alle miteinander zu verzahnen und innerhalb von Google Plus zu vereinen, also Potenzial wäre schon da. Absolut, klar. Und da kommen die ganzen semantischen Themen, die sie in den letzten Jahren noch wesentlich mehr ausgebaut haben. Google Mail wird schon auch viel genutzt. Ja klar, Gmail, mächtig. Sie haben viele, viele Tools, die natürlich Mehrwerte bieten. Aber bisher mehr Standalone sind oder gesehen werden, würde ich sagen. Ja, weil der Trust, zu sagen, ich gebe alles in eine Hand, noch nicht da ist. Und das macht der Facebook auch ganz geschickt. Die sagen, okay, wir sind die Plattform für Kommunikation und Vernetzung, aber alles andere passiert außenrum. Sie wollen auch, glaube ich, nicht der globale Anbieter für alles werden. Sondern wir stehen für Vernetzung und für Gaming vielleicht noch. Und deine zentrale Basis für dein Daily Life. Ich glaube, neben Social könnten wir noch über zwei andere Schlagwörter sprechen, die in welche Richtung es bestimmt gehen wird, nämlich Local und Mobile. Absolut. Solo-Mo ist der große Trend. Social, Local, Mobile. Lokal bezogen auch nicht nur Google, ne, mit Places und entsprechend auch mit den ganzen Google Maps Themen. Auch Foursquare, Govalla, Facebook Places. Durch die mobilen Endgeräte sind wir natürlich auch in der Lage, da wo wir uns gerade befinden, online zu bewegen.
zu informieren, zu interagieren, zu gucken, welche meiner Freunde sind da, was ist gerade angeboten, was ist hip, was passiert gerade, was sind für Empfehlungen denn drumherum. Das kann ich natürlich extrem gut nutzen, um zu interagieren mit meiner Umgebung. Deswegen das lokale Thema wird sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn ich mich gerade hier im Radisson befinde, was kann ich heute Abend denn außenrum essen? Dann kann ich auch gucken, wo sind auch vielleicht Freunde, was passiert hier, was wird mir empfohlen, was ist gerade drin. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und das wird Coupon wahrscheinlich auch noch mehr nutzen in Zukunft, zu sagen, noch lokaler zu gehen und dadurch Relevanz zu schaffen. Und durch die mobilen Möglichkeiten, die wir haben, iPhone, iPad, Android, Windows 7 natürlich genauso, darf man nicht vergessen, gibt es auch noch. Demnächst noch wesentlich stärker durch Nokia promoted, ist das Thema, was immer mehr an Relevanz gewinnt. Und das hat auch Facebook überrascht. Also die Entwicklung des mobilen Marktes ist doch schneller vorangegangen als von Facebook prognostiziert. Dadurch fehlt denen momentan auch der Absatzmarkt für Media. Ich denke, die USA war noch nie so richtig der Mobile-Markt bzw. Mobile-Leader, oder? Das sind eher andere Länder, eher ja, Skandinavien, eher Asien. Asien ist sehr, sehr stark, aber auch USA hat extrem aufgeholt in den letzten Jahren. Gerade im letzten Jahr hat das iPhone dort den Markt komplett revolutioniert auch. Das sieht man sehr, sehr stark an den Verkaufszahlen. Und wir haben mittlerweile 38% Nutzung von Facebook über mobile Endgeräte. Das heißt 38% Media-Ausfall, die sie nicht mehr in Ads ausgeben können. Bei Twitter ist es fast 80% Nutzung mobil. Das ist ein Thema, was auch die Plattform beschäftigen wird. Wie schaffe ich es in Zukunft, meine Plattform zu vermarkten über mobile Endgeräte, über lokale Themen, ohne die klassischen Werbeformen? Ich nutze Facebook auch fast nur mobil. Ja, okay, ich sitze den ganzen Tag vom Rechner, von daher nutze ich es natürlich auch stark am Rechner. Aber ich vermisse halt einfach ein paar Funktionen mobil. Aber die neue App, die bestimmt irgendwann in Bälde kommen wird, wird uns dort viele, viele Funktionen mitbringen. Und was vermisst du? Ich kann bestimmte Sachen nicht teilen, oder ich kann bestimmte Dinge nicht liken, ich kann keine Apps nutzen, ich kann nicht alle Funktionen eines Games zum Beispiel nutzen. Ich kann nur eingeschränkt interagieren. Das ist halt sehr schade. Und die Performance natürlich auch noch. Ist nicht. Also die Stabilität der App ist optimierungsfähig. Gut, da kenne ich schlimmere Sing-App zum Beispiel. Die stürzt häufiger ab jetzt auf dem iPhone. Ja, nicht nur auf dem iPhone. Also generell ist das natürlich Performance-Thema ein wichtiger Aspekt, nicht nur bei Facebook. Gut, Performance hat natürlich im Mobile auch immer was mit dem Netz zu tun. Im Netzbetreiber, mit dem, wo ich mich gerade befinde, habe ich da wirklich den Empfang. Das ist nicht nur immer App, sondern ja auch Verfügbarkeit vom mobilen Viele Faktoren, Netz. Genau. Ja, eben. Das ist etwas, was natürlich alle, die Apps entwickeln, zu bekämpfen haben. Oder mit zu kämpfen haben, ja. Also es wird sehr, sehr spannend die nächsten Monate. Facebook hat ja angekündigt, dass in diesem Jahr fast 800 Neuigkeiten in die Plattform und rund um die Plattform publizieren werden. Wir sind noch nicht bei der Hälfte angekommen. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu und wir können sehr gespannt sein, was das sein wird. Neben Videochat, das geht ja auch momentan noch nicht über mobile Apps, was natürlich toll wäre. Da wird uns noch einiges geboten werden. Und dann das ganze Thema Social Gaming, was auch sehr, sehr stark ist. Zynga mit fast 300 Millionen aktiven Spielern auf allen Games und Gaming ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, auch gerade in der Jugend geworden. Und das ist ja noch ein spannendes Jahr. Wir sind gerade mal knapp über die Hälfte. Und Sommerloch gibt es nicht mehr. Das heißt, die Leute sind immer noch genauso aktiv. Es gibt vielleicht eine ganz leichte Delle, weil die Leute im Urlaub sind, aber ansonsten die Aktivität im Online ist nicht wie früher wirklich im Sommer, wo sie einbricht, sondern da die Leute überall, selbst im Urlaub, mobil sind, WLAN im Hotel, ist auch da sehr, sehr hohe Aktivität. Und auch sehr gut zu nutzen, weil diese Themen natürlich sehr emotional sind, Stories erzählen und darüber dann auch wieder Traffic generieren. Und da sind wir wieder beim SEO. Da sind wir wieder beim SEO, haben wir den Rundumschlag hinbekommen. Ich finde, das war ein passendes Schlusswort auch.
Vielen Dank, Simon. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend, mich mit dir hier zu unterhalten. Vielen Dank auch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und bis zur nächsten Folge. Genau. Und Social Media ist gekommen, um zu bleiben.